Okay, scheinbar sind wir hier im letzten Part stehen geblieben. Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Enkelin, sondern Paruts. Pokémon Arena! Mit dem Zwergenfürst. Ja, hab lange nicht in Pokémon Arena gespielt. Hab ein bisschen Zeit gelassen. Zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier. Ich hoffe, ich finde hier noch zurecht. Ach, verdammt. Ja, an der wollte ich mich vorbeischleichen. An der Madame. They say training is the next invocation. Make you tougher. Bring it on. Okay, daran kann ich mich dran erinnern. Die haben wir wohl schon mal verloren. Na dann, versuchen wir es mal. Diesmal nicht zu verlieren. Versuchen wir zu gewinnen. Ja, Cutter, wie wär's damit? Zum Anfang. Versuchen wir mal nichts zu verlieren. Zur Abwechslung. Quick Attack. Okay, jetzt durch, Poppy. Wir schaffen das. Na komm. Jabolter kriegen wir zumindest besiegt. Mit Poppy. Dann würde ich mir das nächste Teammitglied mit hinein. Ja, schauen wir mal. So. Pumpi ist Lerning. Psst. Ja, schauen wir mal. Boost, na komm. Können wir vergessen. Vergiss es. Nein. Bin gerade ein bisschen überfordert. Delete Move Middle. No. No. Ja. Was zum? Ich komme gerade hier gerade nicht zurecht. Should probably stop learning. Ja. Müssen wir aufhören zu lernen. Genau das war's. Nein. Okay, ich bin gerade diskret überfordert. Ja, halt's durch, Pumpi. Wir schaffen das. Köpf. Oder auch nicht. Na dann. Mordi, vielleicht kann der sich beweisen. Versuchen wir's mit dem. Let's go. Na komm, das wäre doch gelacht. Und das jetzt nicht hinkriegen. Minion besiegt. Also nicht das Minion aus. Ziemlich beste Freunde. Nicht ziemlich beste Freunde. Ich ein Punkt verbessere mich. So hieß der Film. Das Pokémon. Ich glaube, das wird nicht mehr so ausgesprochen, aber kommt. Ich habe jetzt einfach mal so ausgesprochen. Spar schauen. Na komm, es brennt schon. Na komm, besiegbar schauen. Oder so, oder lass dich besiegen. Verbrennung ist zumindest gut. So, Markus, du bist dran. Na komm, mach den Rest, Markus. Mit der Knochen. Mit der Knochen. Nice. Auf dich ist Verlass, Markus. So, Trainer besiegt und weiter geht's. Mein Team ist ein wenig geschwächt. Aber ich hoffe, ich schaff's trotzdem irgendwie hier durch. Ja gut, dann halt der nächste Trainer, Wanderer. Auf der Route, an dem können wir uns nicht vorbeischleichen. Do you know how this cave came to be? Du kennst den Zweit. Der Jungs. Lass uns kämpfen. Wenn Jungs, woher die Höhle kommt. Ich bin ein Wanderer, kein Geschichtswissenschaftler. Ein Historiker. Na komm, Divya. Das kriegen wir doch besiegt. Meine Uranium-Pokémon, die können gegen so einfache, reguläre Pokémon doch sicher gewinnen.
habe ich keine Blaue dafür. Für eine Pokémon Arena generationsspezifischen Pokémon. Das ist doch kein Test, das kriegen wir noch hin. Na komm. Jetzt fett's. Das ist, der geht doch. Markus hat's überlebt. Neues Level. Sehr nice. Und Bau. Oh, IV-Entwicklung. Ich greife hier nur mit Metallclaw an. Das ist wahrscheinlich die beliebste Attacke von Markus. Na komm, das kriegen wir doch hin, die Vorentwicklung. Deine Vorentwicklung wirst du auch besiegen können. Das ist ja hier. Spam hier die ganze Zeit die Enter-Taste. Funktioniert wahrscheinlich genauso viel wie bei der Switch oder beim 3DS, wenn man normalen Generationen den A-Knopf zu spammen, ist wahrscheinlich genau dasselbe. Bringt genauso wenig und genauso viel. Ich hab's einfach jetzt übertragen. Ich hab's einfach von der Konsole auf den PC übertragen. Alte Angewohnungen. Irgendwie sowas. Ich kann kein Deutsch. Sorry. Und Englisch kann ich auch nicht. So, weiter kämpfen. Spark. Na komm, mach's alle nicht rein. Mein Elektro-Pokémon. Lass dich nicht so leicht besiegen. Mach's kaputt. Ach Mensch, nein. Na komm. Ach verdammt, da sind der Effekt. Der Scheiß schon wieder. Na komm. So darf das nicht schon wieder ändern. Das ist doch hier nicht. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Jetzt Ninden hat's hingerafft. Boten. Palwanda. Bist dran. Let's go. Wing Attack. Was zum. Ja, der ist eventuell ein wenig anfällig auf die Attacken von Giga. Giga. Nicht Giga. Na komm, halt's durch. Das wird wohl nix. Gut, besiegt. Ja, mein letztes Pokémon, Takeo, du bist dran. Der schwächt. Ach du. Kacke. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Nein, ist es nicht. Uns reicht vielleicht. Na komm. Aushalten. Na dann. Besiegt. Neues Level. Wir haben 19 für Takeo. Bitte sei. Müssen das jetzt gewesen sein. Jetzt war es natürlich noch nicht. So. Medizin. Haben wir hier noch ein paar Beleber? Natürlich haben wir keine Beleber mit dabei. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. So, Takeo, lassen wir dich zumindest erstmal heilen. Ach, der Kacke, das kann ja in die Hose gehen. Na komm. Ist, glaube ich, sein letztes Pokémon, wenn ich nicht komplett falsch sehe. Nein, das darf nicht sein. So kann das nicht enden. Nein, ist das ein Effekt? So Dreck. Ach, ne, da sind wir. Ach. Fuck. Sprint-Taste war hier. Ja, sieht nach der Sprint-Taste aus. So. Na, dann wollen wir mal. Vielleicht kommen wir heute diesen Part ein Stück weiter. Verlangen ja gar nicht, dass wir weit, weit kommen. So, also ein bisschen. Ein paar Meter werden wir vielleicht vorankommen. Oder? Meinst du? Ja gut, ja, da haben wir uns den ganzen letzten Part aufgehalten. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen schneiden. Ich muss hier gerade mal hier ein bisschen
dafür sorgen, dass jetzt hier nicht den ganzen Tag über auf diese Route festhänge. Und mein Kerz die Flucht. Flucht machen. Zack. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt in der Höhle wieder. Ja. Gut, na dann versuchen wir es hier nochmal. Mit einem geheilten Team. Dilonau, hau das KFK in Doppel. Who cares? Let's fight. Wen juckt's? Lass uns den Dreckskeil besiegen. So, los, Pumpi. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Die ersten paar Pokémon haben wir ja schon sehr gut besiegt. Das war ein bisschen Contenance. Na komm, knapp auf, lass dich nicht nur hoffen. Ja, ich hoffe, das freut nicht die ganzen Parts, die ganze Aufnahme hier bei dem meinen Wanderer hier festhängen. Das wäre ein bisschen zu blöd. Ja, ich habe übrigens geschlossen und neu gestartet. Ich war nicht beim Pokémon Center, war mir zu blöd. Also, jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle. Switch Pokémon. Noch so ein Viech. Hat er nur solche Viecher? Habe ich das beim ersten Mal vergessen? Übersehen habe ich das? Wie kann das? Knock off. Wir hätten einen Trank einsetzen sollen. Das wäre jetzt hier sehr effektiv gewesen. Versuchen wir vielleicht mit Oten. Ich weiß nicht, was Oten hier ausrichten kann, aber versuchen wir es mal. Jetzt durch. Durchrouten. Das ist ein Befehl. Der Befehl von Zwergenfrust. Durchhalten. Sehr gut. Befehl bestanden. Befehl durchgeführt. Und großartig. Singen möchte er lernen. Okay. Ja gut, ja gut, ja gut. Charm kann er vergessen. Ja, von mir aus. Palwan hat sowieso keinen Charme. nein, wir kämpfen erstmal noch weiter. Das könnte gleich das Ende für Palwan bedeuten. Verboten. Aber ja, gut. Ein bisschen Schaden kann er auch noch ausrichten. Anrichten. Gut. So, wie wär's mit Moli? Ich weiß nicht, was das bringt. Hey, das bringt was. Ja, ich dachte schon. Ember ist hier wohl die effektivste Attacke. Die Allheil, das Allheilmittel. Sehr gut. Ich dachte, das wird gehen, wäre wohl nicht so wirklich. Aber es hat gewirkt. Nein, wir wollen weiterkämpfen. Das sieht jetzt gut aus. Bis jetzt lebt das Team noch. Wir waren ja beim letzten Mal geschwächt durch den Kampf davor. Also, insofern. Ja, zwei Kämpfe in Folge ist jetzt irgendwie nicht mehr drin. Tja, gut. Ja. Die Trainer-Pokémon sind ja auch mittlerweile auf meinem Level. Das muss man auch noch bedenken. Mein Mord ist Level 18, das Daryl ist auch Level 18. Das ist in Pokémon, in normalen Pokémon-Spielen, normalerweise nicht der Fall. Da sind die Pokémon, der wilden Trainer, so ein bisschen unterlevelt. Im Allgemeinen. Da geht's raus! Kann das? Ja, das kann. Es geht raus, Route 7. Jetzt nicht kämpfen. Nein, kein Bedarf. Ich will zum nächsten Pokémon-Center. Meine Pokémon heilen. Kämpfen können wir später nochmal. Vielleicht, eventuell. Nuss. Hey, and welcome to the beach. The rest room house. You stole your time to Pokémon to fly. Would you like to rest your Pokémon? Yes. Nice. Das haben wir gebraucht. Und weiter geht's. Sehr gut. Ein Haus am See.
mit dem wir unser Pokémon heilen können. Da kommt der nächste Trainer, der uns vielleicht gleich herausfordern wird. Great Omar. Na, sehr gut. Um Trainer herumschleichen. Swaggys Patentrezept. Das wird uns vielleicht später noch auf die Füße fallen. Aber ja, so ist das. Ihr kennt mich doch. Ich und Pokémon Let's Plays. Meine Pokémon sind dann immer wahnsinnig unter der Welt. Was? Hier Pokémon? In der Wüste? Also am Strand? Das ist ja... sehe ich ja selten. Müssen wir dann wilden Pokémon trainieren. Ich muss gleich mal gucken, wer hier das meiste Training nötig hat. Ich glaube, Pompi ist gar nicht mehr der Unterlevelste. So, na komm. Ein paar Erfahrungspunkte für Pompi. Wer muss denn hier noch eine Entwicklung kriegen? Das wäre doch mal interessant. Ja, unser Starter-Pokémon. Das braucht man eigentlich seine Entwicklung. Wird wahrscheinlich bei Level 20 oder 21 passiert. Level 17. Markus, der muss trainiert werden. Switch. Ja, ansonsten. Oten kann man nach hinten. Ist am weitesten trainiert. So, Markus. Bist du dran? Du musst mal kämpfen. Was zum? Der Rivale. Theo. Hey! Ist jetzt who ein Ziel ist? Ja, yeah. Jetzt Swaggy, so, you survived the trip. Ja, who? What's that you've got there? It's that speech translator thing, right? Yeah, Babu called me to tell me about that, and then he sent me one. No, we both can understand Pokemon. Anyway, I blazed straight to Rockfell. What's going to? I have been training ever since. I'm gonna beat that gym leader before you do, but first I'll beat you. Don't think I'll go easy, just cause of Comet Cave. Okay, ich bin durch die Comet Cave durchgekommen. Wahrscheinlich. Und jetzt muss ich erstmal das Viech besiegen. Ja, gut. Metal Claw. Na komm, Metal Claw. Was los? Ja gut, das ist jetzt Level 20. Wir sind ein bisschen untertrainiert unterlevelt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen. Ja, Markus war der schlechteste Pokémon in der Spitze. Jankt! Mein Team ist kalt. Versuchen wir es mal. Ja, Wasser-Pokémon und Modi. Das muss nicht klappen. Ach du Schreck. Das sieht ziemlich harmlos aus, das kleine Ding. Aber es haut rein. Es haut ordentlich rein. Ich hoffe, die werden nicht zurück ins letzte Pokémon-Center geschickt. Nur hier verlieren, sondern nur ins kleine Häuschen dort. Ich glaube zwar nicht dran, aber wäre schon schön, nicht durch die Höhle wieder durch zu müssen. Ich habe nicht gespeichert. Wenn ich den ganzen Weg durch die Höhle wieder machen, dann gebe ich aber auf jetzt hier auf. Das ist hier. Das könnt ihr wissen. Den Weg durch die Höhle nochmal zu machen. Vergiss das. Das muss jetzt nicht so sein. Ich hab's nicht kommen sehen, dass jetzt hier der Rivale kommt. Ich will nicht noch den ganzen Weg nochmal machen. Nein, bitte nicht. Er wird 22. Er wird dann. Natürlich. Okay, sein erstes Pokémon aber besiegt. Medizin, wie wär's damit? Wird nicht lange helfen. Wird nicht lange reichen, aber. Ja.
versuchen wir es mal damit. Sink. Na komm. Attack Mist. Natürlich. Und was sonst? Was Papier. Ich glaube, du bist mein stärkstes Pokémon hier. Wie ist das? Na komm, eher Cutter. Dann halt so. Hältst du dich? Na komm. Sehr gut im roten Bereich. Ich nutze jetzt hier einfach mal die Tränke. Auf die Gefahr, dass wir dann für die nächste Arena nicht genug Tränke haben. Ah, müssen wir halt das Preisgeld ausgeben, was wir jetzt hier dann auf nicht bekommen. Ein Boost. Aha. Das hätte es uns gemacht, wenn wir jetzt Boost gelernt hätten. Eine Heilungsattacke. Aha. Halt durch, Bobby. Halt durch. Nice, er wird dann besiegt. Nice. Das bringt schöne Erfahrungspunkte. Mit Kämpfen. Na, Pop. Das wird Potion. Deswegen entdeckt die Funktion unten, das letzte Item nochmal verwenden zu können. Ja, das ist schon eine harte Nuss. Der Rivale. Ist ja. Na gut, ich bin jetzt auch gleich Level 20. Aber gut. Ist jetzt kein so ein Tadios Pokémon. Sonne und Mond. Das ist nicht zu leicht. Super mit Level 20, sehr gut. Ja, von mir aus. Hab jetzt die Attacke nicht gelernt. War vielleicht ein Fehler. Aber gut. Na komm, dich besiegen wir jetzt auch noch. Ja, Katastrophe, ich werde Attacke. Na komm. Ja, Kratzer macht dich alle. Ja, komm, Pumpi. Jetzt habe ich aufgepasst, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich besiegt. Ja. Pumpi am Boden. Na dann, nein, nein, versuchen wir es mal mit. Ein Elektron. Pokémon. Spark. Na komm. Das muss doch was bringen. So, Rings besiegt. Achso, das sind Starter. Ah ja. Ja, ein Pick the Wong Starter. Der immer noch mit seiner Phrase. Zwei Gatt. 1680 Pokémon. Und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rivalen hervor. I don't care what happens. My Pokémon are the strongest. Then we just walk from all the battling that we done before we fought. Anyway, they did get some experience from this battle. I know I am a challenged Jungwait. No. And I get ahead of you, Zwergi. You just see. Wir gehen höflich zur Seite. Und weiter geht's. Das ist mir auch neu. Das ist mir nicht neu, das Pokémon, das kenne ich schon aus anderen Animationen. Aber es ist mir neu, dass die Pokémon auftauchen. Oft in dem, auf so einer Sandroute. War das schon immer so? Kommt mir sehr, sehr neu vor. Und das Pokémon haben wir schon zu erkennen an dem Pokéball rechts, links oben. Was? Ich kenne die Switched Out. Nein, nein, Spark. Alles klar. So ein Kampf, also. So einer. Ich bin aber trotzdem besiegt. Level Ups für Nimlein. Level Up die Einzahl. Wenn überhaupt. Was zum. Ach so. Das war seine Attacke. Was macht er da? Was nimmt ihm seine eigene Attacke? Okay, Sandsturm. Na komm, gleich haben wir dich. Trick Attack. Wenn du uns nicht fliehen lassen willst, das hast du davon. Fast ein neues Level. Fast heißt eben nicht. Let's Ball. In Let's Ball.
Ja, sehr gut. Vielleicht sind wir... Jetzt sind wir bald da. Das Kokaran hat mich davon abgehalten, da hochzurennen und in den Doppelkampf zu geraten. Puha. Drossart. Lass mich in Ruhe. So, hier entlang. Ein Schiffchen. Willst du kämpfen? Will take you to the nuclear power plant construction site. They will build a new one on that island. Yeah, I know, but you are only a kid, some kids, but a construction site and a playground square. Okay, wir dürfen nicht rüber, weil wir ein kleines Kids. Erst nach der Top 4 wahrscheinlich. Beale Beach City. Oder? Beale Beach City. You'd dislike the place to be like.